Ein zweiter Teil mit Fred Weidler und mit Mandy Pitwolf. Ich vergesse das immer richtig. Mandy P. Wildwolf. Ja. Gut, wenn man meinen Namen richtig ausspricht, mit allen Küssen heißt es Michael W.D. Klingt auch gut. Klingt auch nicht schlecht. Klingt auch nicht aber schlecht. Da hat er den seltenen deutschen Namen Müller. Ja, Michael heißt man auch. Ja. Eben fährt gerade ein Motorrad weg, liebe Zuschauer. Das ist nicht meins. Aber okay. Reiskocher war kein Motorrad. Reiskocher. Okay. Gut, damit sind wir vielleicht sogar beim Thema. Reiskocher, also was für die Harley-Fahrer, die ja japanische Maschinen sind. Mhm. Ist es in der Musikszene dann immer die wahre Musik? Was ist es? Ist es die Oper? Ist es die Operette? Ist es Jazz? Oder ist es vielleicht die Musik am Ballermann? Und wir wollen heute mal so eine kleine Zeitreise machen. Und zwar, wie war das eigentlich früher in den Anfängen hier? Früher war alles viel schöner. Also gut, ich kam mal das erste Mal, selbst noch als Tourist, war ich 3 Wochen hier, das muss man sich vorstellen, 3 Wochen, 1969 auf die Insel. Noch ganz knackig damals. Da gab es noch kein Royal Palace, da gab es kein Megapark, kein Bierkönig, war alles noch nicht da, da war noch nichts bebaut groß. Ja, da gab es das Graf Zeppelin, lange her. Das werden eigentlich nur Leute so aus meiner Altersstruktur vielleicht noch kennen. Zwei Brüder haben das gemacht, Gebrüder Rick. Richtig, genau. Waren das. Die kennst du noch. Wo war das am Balinaro 1? Nee, das war ja in der zweiten Linie oben in Arenal. Okay, ja. Ja, so Carretera Militar da oben. Ja. Da ist der Jürgen Drews als allererstes aufgetreten. Das werde ich nie vergessen. Und der hat Soundcheck gemacht und da hat er eine neue Gitarre gekriegt. Und dann geht es mit dem Kornfeld. Der Rick ist fast in Ohnmacht gefahren. Ich habe damals, da habe ich noch nicht mit ihm so eng zusammengearbeitet. Ich habe eine Stichshow gemacht und gesagt, der singt es dann schon normal. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, erzähl mal weiter. Naja, und dann bin ich ja irgendwann mal so richtig auf die Insel gekommen. Hab ja erstmal so Calaratiada mir da angeguckt. So, gefiel mir ja nicht so gut damals, weil das Publikum schon ziemlich älter war. Heute ist es andersrum, ne? Ja, dann kam ich hier runter, eben an die Playa de Palma. Das waren ganz wilde Jahre. Ich habe damals meine Jeep-Safaris gemacht, erfolgreich. War das Publikum lustig. Anders als heute? Ja, es war irgendwie anders. Ganz okay. Anders. Natürlich den Ballermann, das war die Blütezeit des Ballermann 6 damals. Ich war auch bei den Dreharbeiten zu dem bewussten Film dabei. Kennst du noch, ne? Ballermann 6, jawohl. Aber das war die Zeit, wo die Diskotheken, glaube ich, in Spanien Probleme hatten, nicht CDs, das war noch vor der CD-Zeit, Schallplatten zu bekommen. Ich kann mich erinnern. Ja, ich habe die früher immer aus Deutschland mitgebracht. Ja, genau, ich auch. Im Koffer haben wir die illegal freundschaftlich ja, mitgenommen. Und weiß ich noch, Trafi Deutscher und diese ganzen ja, Hits, die es ja damals gab. Ja, und dann waren die Leute von der Diskothek, die waren total begeistert. Und dann liefen halt diese Titel, Marmorstein und Eisenbricht und wie die alle hießen. Und die Leute haben getanzt und das Ganze ist dann, wie war das nochmal mit Mogadischu, da wo die Mädels entführt wurden hier, die auf der Insel selber bei einer bei einer Misswahl dabei waren. Die waren bei einer Misswahl dabei, ja. Richtig, ja. Daran erinnere ich mich noch. Und dann wurde das alles ein bisschen geändert, ne? Ja, schon ein bisschen, ja. Und wenn ich jetzt überlege, Michael, also ich bin jetzt am Flughafen da gestern angekommen, wie groß der Flughafen geworden ist und wie klein und niedlich das damals war, da hat sich schon eine ganze Menge verändert. Ja, früher war der ja nicht da. Positiv? Nee, früher war der ja von Monette, also in Palma direkt. Das war ein ganz anderer Flughafen. Ne? Ja, ja. Wollte nur noch für Privatmaschinen. Ja. Es lief eigentlich in den Clubs und Diskotheken, soweit ich mich damals erinnere, eigentlich genauso, wie es bei uns in Deutschland gelaufen ist. Ein Disc-Jockey hat Platten aufgelegt und die Leute haben schön getanzt und haben sich fein gemacht. Mit einem Unterschied, da wo die deutschen Touristen verkehrten, ging es früh los. Okay. Eine spanische Diskothek brauchst du nachts vor 1 Uhr gar nicht reinzugehen. Das ist auch heute noch so. Ja, ja. Vorher ist, da ist kein Mensch drin. Ja. Und was hast du damals gemacht? Sänger oder wie? Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe meine Jeep-Safaris gemacht. Ich habe auch Musik gemacht, Karaoke noch nicht zu der Zeit. Damals habe ich noch selber. Gab es ja, glaube ich, sozusagen. Gab es schon, aber damals noch mit solchen riesigen Platten, so, die man ja, einschieben musste. Also einen Titel. Sah aus wie so ein Videorekord. Ja, das war schon bösartig. Also habe ich damals noch nicht gemacht, nein. Also ich kann mich daran erinnern,
dass ich damals über den Wolfgang Spinger, der hatte so die Lizenz für... Spinger kannte ich, ja, kannte ich sehr für, gut. Für so Disco-Wahlen. Und der hat mich damals heruntergebracht und so kam ich auch auf die Idee, den Jürgen Drewsi auftreten zu lassen. Und der wollte damals eigentlich gar nicht so auftreten. Und mein ganzes Leben ist halt ziemlich verknüpft mit Jürgen Drews. Und ich kann mich erinnern, dass wir in Mallorca damals noch, wir haben uns wirklich noch an den Strand gesetzt, nachts in den Sand und haben irgendwie eine Zigarette geraucht. Damals habe ich noch geraucht und fanden das Leben okay. Wenn du dich heute an den Strand setzt, dann kommen irgendwelche Glauhuren. Genau. Oder irgendjemand und räumen das Letzte, was du noch in der Tasche hast. Also es hat sich ein bisschen verändert, muss ich sagen. Ja, nicht unbedingt zum Positiven. Ja. Also damals gab es keine Hütchenspieler, es gab keine Glauhuren. Auch die Helmuts waren noch erträglich zu der Zeit. Da waren noch nicht so viele Schwarze hier. Ganz wenige eigentlich. Und die waren sogar ganz nett. Ja. Ja. Heute ist das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich will das heute nicht negativ hinstellen, diese ganze Unterhaltungsindustrie, aber die Situation ist halt einfach so, dass man heute sagt, als Künstler, ich gehe nach Mallorca, wenn ich dann Erfolg habe, habe ich auch Auftritte in Deutschland. Ist ja schwieriger geworden mit Auftritten. Es liegt einfach daran, dass man heutzutage jeden Künstler über das Internet erreichen kann. Ich kann mich noch erinnern, wir haben Tourneen gemacht, wir haben Agenturen gehabt. Und so, das ist ja alles nicht mehr so heutzutage gang und gäbe. Und man hat noch schöne D-Marks verdient, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, hier waren es Peseten. Oder Peseten. Schade drum, dass ich habe hier mal eine Fernsehsendung gemacht, das weiß ich noch. Das war eine Geschichte, Rockpop Music Hall hieß die Sendung damals. Da habe ich eine Sendung gemacht, die lief dann in 19 Ländern in Europa. Das habe ich eben beim Radia del Monte, wenn du den noch kennst. Bei Radja, wir waren sehr gute Freunde. Der war jetzt im Rio Palace. Im Rio Palace. Der war technischer Direktor. Und da habe ich damals diese Geschichte gemacht. Die Idee war gewesen, Urlauber fliegen nach Mallorca und moderieren selbst Künstler an. Da gab es natürlich auch ein Casting und so. Mit anderen Worten, liebe Zuschauer, es war alles schon mal da. Die Dinge kriegen nur einen neuen Namen und heute sind halt die Medien und das Internet und Social Media so schnell. Deshalb bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie das sich so lange ansehen. Also das ist schon toll, ne? Ja, ich hatte auch viel Geduld. Michael, was können wir denn sonst noch für dich tun? Prost! Also es klingt ja, man kann das Stunde, ich bin noch gar nicht reingegrätscht da. Also ich sagte, lass die mal reden, die beiden unterhalten sich da so gut. Was ich mich frage oder was man ja beobachtet, es gab wohl eine Zeit der Kellerdiscos, der das Rio Palace wohl auch zugehört hat. Das Oberbayern. Irgendwie ist es schwierig. Einzige, was jetzt wohl gerade wiederbelebt, ist die Rutschbahn. Aber wie sind diese Diskotheken entstanden? Naja, das hat, soweit ich das beurteilen kann, ich habe mich da mit dem einen oder anderen damals mal unterhalten, war das halt so, dass es nur da eine Lizenz gab. Richtig. Die oberen Stockwerke, die wurden immer an Geschäfte oder was auch immer. Oder eine Diskothekenlizenz bekamst du wirklich nur, wenn es nur im Keller. Weil die Behörden hier gedacht haben, naja gut, wenn das Ding im Keller ist, dann gibt es keine Lautstärkenprobleme und so weiter. Und Kellerdiskotheken gab es ja gut. Also in Hamburg, der Club, wo die Beatles waren, das war, glaube ich, hoffentlich sage ich nichts verkehrt, war der auch nicht auch im Keller? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jein, beides. Es gab ja drei Fragen. Ja, und das ist natürlich eine andere Welt für sich gewesen. Und da sind die Urlauber natürlich eingetaucht. Ich meine, ich war relativ gut befreundet und habe den oft getroffen mit Heinz Abel. Das ist dieser Wurstkönig hier auf... Heißt er Heinz Abel? Heinz Abel. Der hat hier die Wurst nach Mallorca gebracht für die deutschen Urlauber. Ja, gibt es auch heute noch. Zimbo oder wie die hieß. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Auf jeden Fall. Abel ist immer die deutsche Metzgerei, die hier auch Oktoberfest alles Mögliche beliefert. Allerdings. Damals. Qualität ist nicht mehr so wie früher. Damals hatte er mehrere Diskotheken so in Lizenz gehabt und dann hat er immer gesagt, die Leute müssen tanzen. Und wenn sie tanzen, haben sie Lust, was zu trinken. Und wenn sie was zu trinken haben, dann haben wir Umsatz. Das hat er immer gesagt. Also die Discjockeys haben schon auch damals Fox-Aufnahmen und sowas aufgelegt, wie es heute zum Beispiel in Bolero ist. Ja. Wie heißt der Discjockey? Er hat ja damals, der Abel, in Bierstraße, wo dieses Restaurant so ziemlich zum Schluss schon,
da wo es Almrausch mal war, wo es in den Keller runterging, hat er seine Brauerei gehabt. Er durfte sein eigenes Bier brauen. Das wusste ich gar nicht, okay. Ja, man konnte die Brauanlagen hier von draußen auch sehen. Das hat man ihm dann aber auch später wieder untersagt. Schade eigentlich, es war ein leckeres Bier, schön naturtrüb. Ich meine, wenn hier so zwei alte Männer über die Vergangenheit, ich wollte schon sagen, sinieren, dann sind es natürlich Erinnerungen. Ich weiß gar nicht, ob Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie es sehen, auch solche Erfahrungen gemacht haben, aber es war etwas geruhsamer, um das mal so zu formulieren. Nun ist es ja so, weil, ja, was Schlagzeilen zieht, es sind immer, wenn man über Kriminalität, Tiere, Kinder, Sex, das sind so die Themen, über die man redet, das zieht Zuschauer. Gut, über die Sexualisierung an der Playa oder wie es dann gedeutet ist, können wir reden, aber ich nehme mal das Thema Kriminalität. Es gab dann ja den Mord, ich glaube, der ist bis heute nicht aufgeklärt. An Bierkönig und Manfred Meisel, ja. Was ist da bei euch noch in Erinnerung? Was sind die Schlagzeilen, die aus der Zeit bei euch jetzt hochkommen? Oder was? In der Woche war ich gerade mal auf Gran Canaria, ja, also, dass ich das gehört habe. Und ich war von den Socken, Mann. Ich kannte Manfred Meisel sehr gut. Er war auch kein Kind von Traurigkeit, also seine Finger ja auch in allen legalen und weniger legalen Geschäften drin gehabt. Man weiß nie, wer ihn wirklich umgebracht hat. Oder man weiß es und will es aber irgendwie nicht publik machen. Da gibt es ja verschiedene Theorien, dass er sich mit dem Papageienschmuggel ja auch beschäftigt hat, was wohl auch richtig ist. Der ist wiederum in russischer Hand schon immer, man soll es nicht glauben, Papageien, die werden für Hunderttausende von Euro gewählt. Ja, so ein blöder Vogel. Ne? Unbedingt, ja. Man weiß es nicht. Also an die Öffentlichkeit ist nichts gekommen. Oder man wollte es nicht. Man wollte es nicht. Für mich war es damals schockierend, weil ich habe ja hier Künstler runtergebracht und in dem Alter war ich ja noch fit und fand das alles lustig und wir haben unseren Spaß gehabt. Die Künstler, die ich hier runter vermittelt oder begleitet habe oder die mich auserkoren haben, sie hier runterzubringen, wir haben wirklich nur Spaß gehabt. Und das Publikum ist natürlich im Urlaub wesentlich positiver gestimmt oder war damals wesentlich positiver gestimmt wie heute. Heute bist du ja, es gibt ja Gründe, weshalb der Ingo Wohlfall sagt zum Megapark, das ist die Bühne des Todes oder die Todesbühne. Es ist tatsächlich so, dass die Leute da unten stehen, ihr Bier trinken und denken, okay, da oben den Kasper oder die Lady, die machen wir jetzt mal nieder. Ist ein bisschen unfair, war damals nicht so. Damals war auch, wenn du auf einer Bühne standest und gesungen hast, ob das eine Band war oder ob das eine Tour war oder was auch immer unter Disc-Jockey, da war ein anderes Verhältnis zwischen Publikum und Künstler. Die sind akzeptiert worden. Richtig, aber du musst dazu auch sagen, damals gab es eben nicht diese Masse, ich sag jetzt mal Masse, an Nachwuchskünstlern. Damals kam nur auf die Bühne, wer schon einen Namen hatte. Ne? Und der singen konnte. Der singen konnte. Wenn du heute in YouTube guckst, wer da so alles sich traut, das ist schon sehr, sehr lustig. Ja, wenn ich da solche Namen höre, entschuldige, wie Bier Mike oder Ingo ohne Flamingo und so. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob die was auf der Bühne zu suchen haben eigentlich. Und die meine haben Meinung. Aber, oder sie haben eine Berechtigung. Die haben eine Berechtigung und im Megapark ist es so, dass Ingo ohne Flamingo, also der Mann, das ist dieser mit dieser Entenmaske, einfach auf der Bühne steht und die Leute feiern. Ja, das ist richtig. Ich habe da einen Spruch zu, jedes Volk kriegt die Unterhaltung, die es verdient. Und wenn die Leute das gut finden, ist es in Ordnung. Das ist meiner Meinung nach eine Toleranzgrenze. Es gibt gewisse Künstler, die jedes Mal versucht haben, zum Beispiel Bierkönig aufzutreten, die definitiv aus der Schlagerecke kommen, die sind natürlich untergegangen ohne Ende. Und es gibt wieder Leute, die als Überraschungskünstler nach oben sind. Es gibt Leute, die ewig gekämpft haben. Lorenz Büffel ist so ein Beispiel. Der ist wirklich ein guter Moderator. Bis er dann Johnny Depp, Depp, Depp. Wenn du dir das so anhörst, es ist eine Mischung zwischen Künstlerlied und was geht da ab und so. Und auf dieser Schiene läuft es. Und wenn das okay ist und die Leute das mögen. Ja, warum nicht? Also meine Welt ist es nicht. Und ich habe jetzt da mit weniger am Hut. Ich finde nur, dass die Leute, die dann, das Publikum ist okay. 14 Tage gebucht, 10 Tage gebucht. Ich habe Spaß, ich gebe mir die Kante, wunderbar. Die Künstler sind das Problem. Die Künstler, die dann glauben, wenn sie hier runterkommen
Und 2000 Besoffene winken denen zu, dass sie es dann geschafft haben. Nein, sie haben es nicht geschafft. Wenn sie nach Deutschland kommen, beim Edeka erkennt die kein Mensch. Das ist ein absoluter Irrtum. So funktioniert es nicht. Obwohl natürlich Mallorca auch das Sprungbrett sein kann, wenn du dir hier erstmal einen Namen erarbeitet oder ersungen hast, als Beispiel. Gibt es sowas? Gibt es einen Künstler, der wirklich, wo man sagen kann, ja, kann singen und ist hier erst bekannt geworden? Ja, also aus meinem Bekanntenkreis, wie er sich jetzt nennt, der gute Alex Engel. Mhm. Ein hervorragender Sänger, toller Künstler, gibt es gar nichts für ihn zu sagen. Mhm. Er hat hier auf Mallorca im Folklore vor 4 Jahren oder so angefangen, da waren wir ja noch Nachbarn. Und der wird in Deutschland heute gebucht, wie verrückt. Er arbeitet auf den Kanaren im Winter. Also ich würde mal sagen, er hat es jetzt geschafft schon so. Auch der Jürgen hat ihn ja protegiert. Ne? Ja, das war. Wenn man sich seinen letzten Song mal anhört, ich bin nicht der beste Tänzer, der hätte auch vom Jürgen sein können. Klar. Ja, absolut, der Sound. Aber er kommt damit an und ist wirklich ein sehr guter Entertainer und echt auch ein seriöser Künstler. Gut, der hat ja so das, sag ich mal, was sagt man früher, früher in Deutschland gab es so lokale Wochenschauen. Da hat man einfach Aufnahmen gemacht, das machen ja die lokalen Sender wie der Norddeutsche Rundfunk. Wenn die Hallo Niedersachsen zeigen, dann benennen die natürlich Lieschen Müller und Franz Walter, die ihn sehr aus dem Dorf kennen. Und deswegen, wenn der im Fernsehen ist, finden das alle toll. Bei Alex Engel ist es noch, ich glaube, der ist da noch irgendwo ganz am Anfang, was das betrifft. Also der ZDF-Fernsehgarten ist bis jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, ihn zu buchen, weil er jetzt nicht aus einer Castingshow entstanden ist. Wenn aber einer auf Mallorca war, in einer Castingshow, dann sagt das ZDF-Fernsehgarten, den wollen wir jetzt bei uns auch auf der Bühne haben. Ja, es ist teilweise richtig. Also meine Erfahrung ist, dass der ZDF-Fernsehgarten, wenn du da wirklich versuchen willst, Erfolg zu haben, musst du erstmal einige Redakteure kennen. Und ja, wenn du ganz clever bist, das wissen viele Leute gar nicht, der ZDF-Fernsehgarten macht Motto-Shows. Das heißt, wenn die eine Frühlingsshow machen, und irgendein nicht so sehr bekannter Künstler macht dann, ich liebe den Frühling in XY, den Frühling in Venedig oder was auch immer, hast du ganz gute Chancen da reinzukommen. Ansonsten gehen die alle nach dem Prinzip, wollen wir kein Risiko eingehen, nehmen wir die Bekannten, kann uns nichts passieren, kriegen wir zu Einschaltquoten und Kiwi funktioniert auch jetzt wieder, wir haben sie ein bisschen aufgehübscht und so weiter. Mhm. Also das funktioniert schon einigermaßen gut. Und dann gibt es die Ausnahmen wie Kerstin Ott, die ja nun überhaupt nicht auf irgendein ein Schema passt, die übrigens auch auf Mallorca ist, die jetzt bei der Schlagerreise dabei ist. Und da hast du natürlich eine Situation, dass der Redakteur an dieser Künstlerin gar nicht vorbeikommt, weil die so Knallerhits hat. So geht es übrigens auch hier. Absolut, und sie ist eine tolle Künstlerin. Vor allem kann gut singen, schreibt gute Songs. Und da kommst du dann nicht vorbei. Aber wenn du jetzt ein Nobody bist und versuchst, da in diese Sendung zu kommen, ist es sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Michael. Die haben eine Umfrage gemacht über Facebook und was auch immer. Welche Künstler möchtet ihr? Und da ist angeblich ein Kind von der Wolny. Heißt nicht Wolny? Das ist so eine Serie. Und die hat da mitgespielt. Und da gibt es im Internet momentan einen Clip. Da geht also darum, dass sie halt, als sie fertig war mit Singen, so ein 17-jähriges, etwas junges, aufstrebendes Talent. Und dann hat die Kiwi, wie sie genannt wird, hat sie gefragt, und was willst du denn machen, wenn du jetzt weitermachst? Ich möchte Erfolg haben und möchte überall erkannt werden. Dann hat die Kiwi gemacht, dieses Lachen wird x-mal im Internet unter dem Motto, und da stürzen sich dann Leute wie wirklich die großen Medien drauf, Kiwi hat eine Künstlerin ausgelacht und so, was eigentlich, das ist aus dem Zusammenhang gewesen. Ich setze dem noch einen drauf, dann sind wir dann wieder auf Mallorca, Mama Wolny, die hat es ja versucht, im Bierkönig auch ein Lied zu singen. Unfassbar. Und wurde ich bewundere den Mut, ich bewundere den Mut. Und die wurde dann gleich von... Oder Selbstüberschätzung, kann man auch dazu sagen. Ne? Ja. Was da passiert ist, dass dann jemand mit Eiswürfeln auf sie geschmissen wurde. Oder gesagt habe, also das wollen wir nicht. Die hatte den ersten Auftritt, was sowieso schwierig ist, Bierkönig Opening. Das ist, glaube ich, jetzt 2 Jahre her. Und dann hat sie losgelegt und dann meinten die Leute, Eiswürfel sind besser in die Richtung zu schmeißen, als das Getränk zu kühlen. ja, das war eine harte Sache damals, ich erinnere mich. Ich glaube, das ist eine ähnliche Situation, wenn es beim Fußball eine Möglichkeit gäbe, dass Leute aus dem Publikum tatsächlich Schiedsrichter sein könnten.
Wenn du mal bei diesen bekannten Sendungen, Sat.1 Frühstücksfernsehen, Fernsehgarten und so weiter, die Kommentare der Leute liest, das geht schon manchmal. Das ist also ehrlich, die, ich muss den Ausdruck mal sagen, sorry Michael, die kotzen sich da aus. Und Sat.1 hat dann eine ganz clevere Geschichte gemacht. Die fand ich gut, würde ich übrigens auch machen. Wenn die Leute das zu blöd finden, was wir hier erzählen, dann sage ich, hör mal zu, du Pappnase, kannst mit mir ins Fernsehen gehen. Und dann ist die so klein wie du, so klein sind die wie du. Das funktioniert schon, weil je nachdem, wie die Stimmung ist und wie die Familie funktioniert oder was auch immer, wollen die halt so eine Art Richter über die spielen. Und deshalb dürfen Künstler einfach nicht zulassen, meiner Meinung nach. Auch Leute, die im Fernsehen, das gilt auch für den fairen und realen Journalismus, dass halt Leute, die im Journalismus sind, ihre Meinung äußern und irgendeiner prügelt dann auf die ein und so. Aber das, ich sage immer zu meiner Freundin Monika, weißt du Schatz, die Menschen sind nicht nett, es gibt nur ein paar Nette. So wie der Michael. Das ist dann ja wieder auch nicht so leicht, denn es ist ja so, würde ich dieses Format jetzt für einen Sender wie RTL machen, muss ich versuchen, innerhalb von 3 Minuten das zusammenzustampfen, worüber wir gesprochen haben. Das finde ich, dann fehlt die Spannung. Gut, es liegt daran, weil der Zuschauer, der ist es gewohnt, da sind wir ja wieder bei Ingo von der Bild, also wenn der muss eine Schlagzeile liefern, die dazu animiert, diese Zeitung zu kaufen. Ja. Der Inhalt ist nicht unbedingt erstrangig, eine Schlagzeile ist wichtig. Ja, deshalb kommen Leute wie Wendler und so davor, mit seiner etwas jüngeren Freundin. Das, klar, ich meine, dieser Effekt ist natürlich beim Publikum da. Dieser Schlüsseleffekt, Schlüssellocheffekt und so, das wird sich auch nicht ändern. Und wenn man sich damit auskennt, ist es okay. Wenn du real bist für die Amerikaner, wenn du real bist vor der Kamera, funktioniert es. Ich finde sowieso, dass ich jetzt nach den 3 Jahren, wo ich nicht mehr für Jürgen mache und so als Showbusiness-Rentner, kann ich meine Meinung sagen. Und ich bewundere jeden, der auf die Bühne geht. Aber liebe Leute, wenn eure Oma, eure Mutter, vielleicht der Bruder und die Verwandtschaft euch gut findet, seid ihr noch lange nicht gut. Ihr müsst nämlich singen können. Das ist ja das, was immer in den Shows passiert. Also in diesen Castingshows fühlen sich ja Leute, wenn sie eingeladen sind, da sagen sie, wir sind so gut, weil wir eingeladen sind. Ich bewundere das Selbstbewusstsein. Also darf ich noch einen Spruch von mir sagen? Ja. Wenn die Leute ihren realen künstlerischen Wert morgens vom Spiegel erkennen würden, wäre die Selbstmordrate unwahrscheinlich hoch. Es ist wirklich so. Die Leute machen sich selber was vor und gerade junge Leute, die in diese Branche einsteigen, haben ein gehöriges professionelles Maß an Selbsteinschätzung. Und wir haben damals, wenn du Disc-Jockey warst, musste du dich beweisen, hat der Diskothekenbesitzer gesagt, geh mir an die Diskothek, mach mal Stimmung. Wenn es nicht funktioniert hat, bist du nach Hause geschickt worden oder das Gleiche galt hier für den Gesang. Und das sind natürlich die alten Veteranen, die auch wirklich singen können. Ich werde jetzt den Michael Holm treffen, heute ist am 30. Bei der Schlagerreise, freue ich mich drauf. Das sind halt Leute, gut, die sind älter geworden und so, aber die können, die wissen, was sie gemacht haben. Und das gilt übrigens für jede Branche. Das gilt für die Gastronomie, das gilt für Journalismus, das gilt für Videogeschichten. Wenn man die Medien entsprechend nutzt, ist es okay, aber man muss immer damit und davon ausgehen, dass es einen Richter gibt und das ist das Publikum. Und dieses Publikum ist aber führbar. Also wenn ich jetzt Natürlich, klar. Wenn jetzt, es gibt ja ein Format, also wenn wir bei diesen Casting-Shows mal hängen bleiben, was ja so eine Nachfolge von diesen Talenten Shows ist, die es ja früher in den Diskotheken auch gab, da hat man den besten Sänger ausgekürt oder wer traut sich möglichst viel auszuziehen, das gab es ja auch hier auf Mallorca in den Diskotheken und hat dann die Kassen gefüllt. Es ist aber so, dass es eben halt da auch inzwischen schon Unterschiede gibt. Es gibt Castingshows, die sagen, okay, hier zählt die Stimme, das ist das Wichtigste und es kommt keiner vor die Kamera, der nicht wirklich singen kann. The Voice of Germany, der Regisseur, der das macht, wohnt ja auch hier auf der Insel oder zieht sich auf die Insel zurück, wenn die Shows zu Ende sind. Gibt hier ganz tolle Ecken. Ja. Und dann gibt es aber immer noch
so eine Sendung, wo es darum geht, auch Leute im Scheitern zu zeigen. Naja, man sucht sich halt immer. In Deutschland sucht den Supertrottel, oder wie heißt die? Ja, es wäre Deutschland sucht den Superstar. Auch ja, der zieht sich ja, einer der Moderatoren, der Dieter Bohlen, der zieht sich dann hierher zurück. Er hat ja eine Zeit lang gehabt, da hat er Leute runtergemacht. Wenn wir jetzt mal gucken, kommst aus Pagera, dann gibt es den Mario Teusch, der ist vor über 10 Jahren einmal angefangen, der kann nicht singen. Der hat hier einen Arbeitsplatz gefunden, ja, aber der hat genau diesen gesunden. Du, auch wenn er nicht singen kann, so wenn du so eine ich nenne es mal so eine Comicfigur bist, dann hast du natürlich auch eine Chance. Und das glauben natürlich viele Leute, dass das funktioniert. Wenn du dir eine Perücke aufsitzt oder was auch immer. Und ich habe so Sachen da bei der Talentshow wieder gesehen. Habe ich auch gedacht, naja, gut, warum machst du das? Aber du hast. Diese Putzfrau, Nora, die Putzfrau, die überhaupt nicht singen kann, die hat es ja auch geschafft. Die ist Taxifahrerin eigentlich. Ja, die ist eigentlich Taxifahrerin. Das ist für mich ein Original. Die würde ich auch interviewen. Wenn ich ein Fernsehsender, wenn ich Redakteur wäre, würde ich sagen, die kannst du mal, die war auch schon sehr oft im Fernsehen. Das hat irgendwas. Oder hier unseren Indianer, der eigentlich kein Indianer ist oder was. Nur die Hälfte. Nur die Hälfte. Das sind originelle Leute und ja. Bleibt originell, ihr Lieben, dann kommt er auch ins Fernsehen. Wir haben noch eine Minute. Eine Minute noch. Ich muss nämlich noch ein Brot holen, bevor es dunkel wird. Genau. Es ist so, ich mache immer, wenn ich Interviews mache, dann mache ich es am Schluss immer so, es gibt oft was, das schwirrt einem die ganze Zeit im Kopf rum, aber es stellt der Moderator nicht die Frage, dass ich das antworten kann. Weil würde ich es jetzt antworten, wäre das völlig aus dem Konzept. Und genau an diesem Punkt sind wir. Gibt es da was? Also die Frage, die ich wirklich gerne mal von einem Journalisten hören würde, wäre, wie kommt man eigentlich seelisch damit klar, wenn man sieht, dass Prominente, mit denen man befreundet ist, eigentlich im Grunde auch nur Menschen sind. Es gibt verschiedene Beispiele da im Schauspielerbereich oder was auch immer. Im Grunde ist es so, dass die Person, das gilt für die Ehefrau oder den Ehemann, den Regisseur, die Kinder oder was auch immer, es sind ja auch ganz normale, prominente Menschen. Wenn die aus der Haustür gehen, werden sie halt erkannt, je nachdem, was sie eben tun. Und die haben ja auch ihr eigenes Leben. Und da wird viel verkapselt, da wird viel, erst wenn die sterben, hier heißt es dann so und so. Und dann gibt es so Leute wie Frank Elsner, der jetzt vor kurzem da bei Lanz im Fernsehen war und erzählt, dass er Parkinson hat und hat ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Und das fehlt mir so ein bisschen, dass Journalisten oder Moderatoren oder was auch immer den Künstler fragen, sag mal, du bist jetzt eine Persönlichkeit, aber wie bist du eigentlich wirklich? Und diese Frage vermisse ich relativ oft. Vielleicht, weil der Moderator seine Fragen von einer Redaktion bekommt, die nur auf das zurückgreifen können, was sie lesen können. Und wo das Publikum versteht, aber du bist ja frei, du kannst ja machen, was du willst. Der Michael, liebe Zuschauer, ist jemand, der aus der Branche kommt, hat vorher andere Sachen gemacht. Und das Gute ist, er kann alles machen und wir haben jetzt wieder eine halbe Stunde oder was du kannst. Ja, sind vielleicht gleich Und das ist natürlich eine Geschichte, was dir eine gewisse Freiheit gibt. Und ich weiß nicht, ob alle Leute so reagiert haben wie wir. Ich habe damit keine Probleme und ich habe damit auch keine Hemmungen und ich habe auch keine Ängste, dass ich was Verkehrtes sage. Ich habe auch keine Maske, die ich auflege, aber eines muss ich zugeben. Ich habe sehr oft so gemacht und so. Ihr Lieben, es ist scheiße, wenn man ein altes Kind kriegt. Nicht fein. Und die Haare sind echt. Ja, und ich habe gesagt, ich gehe ins Interview nicht rein und sage, nimm die Hand runter, weil das Wichtige ist für mich in einem Interview immer, dass man frei ist im Reden und am liebsten gar nicht merkt, dass eine Kamera überhaupt da ist. Das ist eigentlich eine gute Institution, das funktioniert auch gut, aber ich bin halt Medienfuzzi und werde es auch bleiben. Mandy, bei dir noch was ich vergessen habe zu fragen? Ich weiß nicht, du hast mich schon so oft was gefragt, ich weiß gar nicht, was ich dir alles erzählt habe. Sag einfach Tschüss. Nö, eigentlich nicht mehr, ne? Nö, ich glaube, Mandy, wir machen noch mal irgendwas, noch mal zu deiner hautigen Zeit. Oh, ja. Und dann irgendwann mal. So, Michael, mein Glas ist leer. Ich bedanke mich. Liebe Zuschauer, danke, dass ihr das euch angeguckt habt. Schreibt eure Meinung drüber oder drunter. Ich kann es vertragen. Du auch, ne?
Ohne Probleme. Okay. Wunderbar. In diesem Sinne, vielen Dank an euch und vielen Dank nochmal an die, ich zeige es nochmal eben, an die Mallorca WG, dass wir den Ort hier nutzen konnten. War super ruhig, super toll. Sind hier herzlich aufgenommen worden. Also vielen Dank. Passt auf euch auf. Tschüss. Ciao, ciao.